Ladies and Gentlemen, ganz herzliches Willkommen hier vom roten Teppich des GQ Award 2010. Männer des Jahres werden gesucht und genau die werde ich mir greifen und werde sie fragen, sag mal, was ist eigentlich mit deiner Rasur los, hä? Sie sind frisch rasiert, das sieht man selten auf dem roten Teppich. Ja, ich freue mich. Ich habe jetzt ein neues Aftershave entdeckt und seitdem macht das Rasieren richtig Spaß. Hervorragend. Was sagt Ihre Frau dazu? Jetzt kratzt nicht mehr so. Ich würde dir anbieten, dass wir diese Zucht heute Abend beenden. Ja. Können wir machen, meinetwegen. Ehrlich? Wenn es dann besser aussieht. Das sehen wir dann danach. Danach gibt es auch nicht mehr viel zurück. Aber ich verspreche dir, es wird besser aussehen. Und ich finde es schön, dass man dich gar nicht überreden oder überzeugen muss. Du bist sofort dabei. Ich bin dabei. Hervorragend. Super. Läuft doch super. Es fällt auf, Sie sind frisch rasiert, was bei den wenigsten heute Abend der Fall ist, mit Absicht? Ja, bei mir ist eh nicht viel Haar dran, insofern rasiert man sich dann besser. Aber ist das eine Prozedur, über die man sich Gedanken macht, bevor man auf den roten Teppich geht? Heute Morgen, ja. Heute Morgen schon? Ja. Schon gewusst, dass es dann für heute Abend die Rasur sein muss? Nee, ich rasiere mich eigentlich jeden Morgen. Hättest du was gegen eine anständige Rasur? Ja, von dir nicht. Also ich würde sagen, du rasierst dich selber, aber ich würde dir die Möglichkeit geben, dieses Gewusel da unten wegzumachen. Ja, bist du dabei? Gut. Da bin ich dabei, ja. Da bist du dabei. Anatol, wir werden dich rasieren. Das Erlebnis, ja, hast du mir zu verdanken. Jeden Tag eine gute Tat, das habe ich bei den Pfadfindern gelernt. Das habe ich heute vollbracht und deswegen kann ich jetzt sagen, ich mache Feierabend, mache mir einen schönen Abend, sage Dankeschön und auf Wiedersehen.